Wintersalat. Jetzt zeige ich euch, wie man das macht. Und was ist alles drinne im winterlichen Salat? Wir benötigen einmal Rucola, einmal Kräuter der Provinz oder Provence, bisschen Tomaten, Cherry-Tomaten, ihr könnt auch normale Tomaten nehmen, das ist egal, Zwiebeln, Knoblauch, eine halbe Orange, eine halbe Zitrone. Ja, dann brauchen wir ein bisschen Honig. Ich mache immer zu viel Honig in den Salat. Dafür bin ich schon bekannt. Muss ich immer rechtzeitig gestoppt werden. Dann nehmen wir ein bisschen Himbeeressig. Ja, dann nehmen wir noch ein bisschen Petersilie. Da haben wir leider keine frischen da. Ja, und dann starten wir mal los. So, dann kommt der Salat, der Rucola in die Schüssel rein. Ein paar Kräuter der Provinz, Provence. Ja, dann werden wir jetzt die Tomaten vierteln, die Zwiebeln in Würfeln schneiden, die ganz kleinen Scheibchen in Knoblauch. Dann werden wir die Orange und die Zitrone ein bisschen auspressen. Und dann haben wir schon ein bisschen Öl drin. Sonnenblumenöl, kann man auch alle anderen Ölsorten nehmen, Walnussöl, Kürbiskernöl, was auch immer. Und dann kommt mein Lieblingsutensil, Honig. Und einen Schluck von dem Essig drauf. Und das machen wir jetzt schon mal hier rein. Aber nur ein winziges Tröpfchen. Das reicht vollkommen aus. Deshalb ist die Flasche auch so klein, weil man davon so wenig benötigt. So, die leckeren Tomaten, die Zwiebeln und der Knoblauch ist geschnibbelt, genau in der richtigen Größe. Der kommt jetzt in den Salat hinein. Dann noch die Zitrone. Das Wichtigste, der Honig. Ein bisschen Petersilie. Haben wir eine super schnelle, einfache Vinaigrette gezaubert. So, probiere ich die mal. Süß-säuerlich, perfekte Mischung. Könnt ihr natürlich variieren. Je nachdem, welchen Geschmack ihr habt, geht das wunderbar zu ergänzen. Tun wir jetzt über den Salat. Riecht schon köstlich. Ich kann gar nicht abwarten, den zu probieren. Mmh.